Hallo und herzlich willkommen zurück zum vermutlich letzten Part von diesem Stream hier. Genau, aber für euch macht das eigentlich keinen Unterschied, weil maximal ein Tag oder so mal Pause dazwischen ist. Genau, wir waren gerade in einer... Alter, nein, leck mich doch am Arsch, mich nervt es so. Ich will nicht ganze Zeit... Irgendwo einer erklärt einem die ganze Zeit den Krieg, es ist so nervig. Ich will einfach mal meine Ruhe haben und mal endlich das wieder erobern, was ich erobern will. Hat sich jemand an meine Anti-Cannabis-Koalition, wohl angemerkt Special Let's Player aller Zeiten? Was war als da? Als ich Niederlande gespielt habe und innerhalb von 10 Runden mit der ganzen Welt im Krieg war. So, ja. Ich erinnere mich, ja. Und auch jeder mich gefokust hat. Da waren dann irgendwann mal alle 3 Runden irgendwelche russischen Landungen bei Amsterdam, obwohl die Quiz anderes zu tun hatten. Ja. Es war wohl angemerkt eine erste Weltkriegssimulation, also ich bin mir... Also auch Großbritannien ist die ganze Zeit bei mir gelandet und so. Das war total ermischt. So, ich habe den General, dem ich mal noch Fertigkeit geben müsste. Ja, was hältst du denn von der Legalisierung von Cannabis-Sachen? Da habe ich, glaube ich, mal ein Video zugemacht. Oder? Nee, habe ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, du hast mal in einem Total War Video besprochen von Napoleon. Das kann gut sein. Ich finde ja auch eigentlich, Heiko, das wäre tatsächlich mal was wir häufiger machen könnten. Wir zwei zum Beispiel, wo wir über ein Thema reden oder noch jemanden einladen und dann wirklich über ein Thema reden. Ich fände das eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Ich glaube, das würde die Leute auch interessieren. Und wenn wir dann auch jemanden holen, vielleicht holen wir mal jemanden, der auch noch eine andere Meinung hat. Wobei wir ja auch durchaus andere Meinungen haben, unterschiedlich. Das ist richtig. Vor allem mittlerweile mehr als früher. Also Ja gut, weil wir halt uns detaillierter mit Sachen auseinandersetzen. Ich meine, ja gut. Ja. Heiko ist mehr FDPler, Yannick ist mehr AfDler. Stimmt gar nicht. Hey, es war keine Beleidigung. Ich habe nichts gegen die AfD. Das stimmt nicht. Ich bin nicht mehr AfDler, sondern ich bin einfach noch ein CDUler, wie er im Bilderbuch steht, eigentlich. Ja, so du bist schön. Einer der ehemaligen CDUler. Ja, also weißt du, schön soziale Marktwirtschaft, schön Patriot und ganze Sache einfach. Wobei, so wirklich konservativ bin ich eigentlich gar nicht mehr, weil ich halt viele Sachen, die konservativ sind und die so als konservativ verkauft werden, das finde ich halt einfach nur affig. Da gibt es so Sachen, weißt du, wo ich mir so denke, mach doch einfach vernünftige Politik. Ja, also die CDU meine ich jetzt. Ein bisschen Kritik in eigener Sache. Und anstatt zu sagen, hier Leute, lasst mal keine Ahnung, lasst mal irgendwas Sinnvolles, konservativ oder gut sein. Ja, nein, man geht halt hin und macht so eine Scheiße. In irgendwelchen komischen Themen. Mir fällt jetzt nicht mal wirklich gerade was ein, aber es gibt halt Themen, da ist es halt einfach peinlich, wenn man da so einen auf konservativ macht. Das ist halt irgendwie, zum Beispiel, also gerade, ich muss ja ehrlich sein, zum Beispiel Homo-Ehe oder so, mich juckt es nicht. Ja, mich juckt es halt echt nicht mehr, weil ich mir so denke, so, und, ist mir doch egal, soll doch heiraten, wer will. Ja, solange sie nicht quasi nachher noch die Kirchen dazu zwingen, dass das auch ist, weil das ist einfach der Sache, die Kirchen, wen sie trauen kirchlich und wen nicht. Oh, ich bin ja schon wieder dran. Ja, darf ich kurz dann zu Cannabis was sagen? Dieses Argument, Cannabis sollte legalisiert werden, Alkohol ist ja auch legal und Alkohol hat sehr viele Menschenleben gefordert. Das ist kein kurz ein bisschen gutes umformuliert. Argument. Ist ein sehr, sehr schlechtes Argument, weil zu behaupten, hier, guck mal, wir haben eine Droge, die bringt jeden Tag Menschen um, da gehen Familien dran zugrunde, Existenzen werden zerstört, lass mal noch eine weitere legalisieren, das ist bestimmt eine gute Idee, halte ich halt für schwach. Mhm. Nur zu sagen, guck mal, wir haben da richtig hart Scheiße gebaut und haben da eine Droge in der Mitte unserer Gesellschaft, die wir da aus gesellschaftlichen Gründen auch nie wieder rauskriegen. Was könnte wohl die logische Konsequenz daraus sein? Genau, wir legalisieren nochmal eine Droge. Außerdem ist es halt auch eigentlich erwiesen, dass Cannabis die Einstiegsdroge ist. Das geht nicht mal darum. Ich meine, guck dir nur mal die Leute an, die halt viel Cannabis konsumieren. Da wirst du halt dumm im Kopf und sowas können wir ja nicht gebrauchen. Wir sind momentan in der Entwicklung dazu, dass wir... sehr gebildete Leute brauchen in Forschung und Entwicklung. Wir brauchen ITler, wir brauchen Chemiker und so weiter. Wir brauchen keine Leute, die sich die Birne wegkiffen. Leute, die am Fließband stehen und nicht wissen, keine Ahnung, welcher Wochentag wir haben. Sowas kannst du nicht mehr gebrauchen. Sowas bringt niemandem mehr was. Und da sagt man jetzt, so schlimm ist es doch gar nicht so. Ja, aber es reicht ja, wenn 5% so werden. Es reicht ja, wenn eine ganz kleine Menge an Leuten dadurch arbeitsunfähig wird oder zumindest unproduktiver. Das ist ein Luxus, den wir uns momentan kaum so richtig leisten können, weil wir einfach aufholen müssen. Deutschland hinkt hinterher und wenn wir den Anschluss nicht verlieren wollen, brauchen wir Produktivität und Wachstum. Und das kriegen wir nicht, wenn wir wachstumshemmende Maßnahmen hier einführen. Ich glaube, Cannabis ist einfach wachstumshemmend. So.
Nein, aber ich finde doch einfach, viele Leute tun immer so ab, dass es eine Einstiegsdroge ist, eine massive. Ja, das auch. Aber gut, Alkohol kann auch eine Einstiegsdroge sein. Ich meine, jeder kennt, wenn du besoffen bist, dann raucht quasi jeder. Bedeutet, du nimmst dann auch nochmal Zigaretten zu dir, das ist dann auch nochmal Kacke. Aber man kann natürlich das sagen, Cannabis ist deswegen eine Einstiegsdroge, weil man dann natürlich in kriminelle Kreise kommt. Und wenn die legalisiert wird, kommt man natürlich nicht mehr in kriminelle Kreise. Aber da kommen wir zu meinem nächsten Argument. Und zwar habe ich einen Kollegen kennengelernt, der hat mal auf die Idee gekommen, so Kacke, er hat kein Geld, was macht er? Okay, er dealt jetzt mit Gras. Der hat da jetzt nicht mit Gras gedealt, weil er das halt so wollte und so weiter und so fort, sondern der wollte eine Beschäftigung, bei der er möglichst schnell an sehr, sehr viel Geld rankommt. Wenn Cannabis jetzt legal ist, sucht er diese Beschäftigung immer noch. Und wenn Cannabis dann halt nicht mehr ein gutes Geschäft ist, weil es legal ist, dann wird er sich zwangsläufig irgendwas anderes suchen müssen. Die Kriminalität verschwindet nicht, nur weil die Leute jetzt Gras dealen und wir legalisieren das, werden das danach nicht Banker oder Kindergärtner. Die suchen sich halt was anderes. Und das ist dann riskant. Und die geil ist auch irgendwie, da gab es eine Argumentation, weil ja, wenn Cannabis legalisiert wird, dann nimmt die Konsumentenanzahl ab. Ich weiß gar nicht, woher die Studie kam. Das war eh ganz komisch, weil man ja nur ein Testobjekt hatte, Holland, also Niederlande. Man hat jetzt gesehen, in ganzen Bundesstaaten in den USA hat, glaube ich, der Konsum um 500-600% zugenommen. Also der Konsum nimmt definitiv stark und zwar wirklich sehr stark zu. Wenn man muss ich vielleicht mal in der Anfangsphase, vielleicht nimmt es auch irgendwann wieder ab. Bis langfristig nimmt es auch noch zu, wahrscheinlich nicht so viel, aber ja, wir kennen die Legitimität an. Ich würde sagen, es ist genau einfach so, weil wieso trinkt denn jeder oder fast jeder? Weil es halt gesellschaftlich einfach normal, Anführungszeichen, ist, dass man halt mit Freunden irgendwie was trinken mal geht. Und das wird mit Cannabis dann auch nicht anders sein. Und vom Rauchen kommst du halt vom Rauchen, vom Trinken, ich weiß nicht. Klar ist Alkohol auch eine gewisse Einstiegsdroge, aber bin ich dran? Langfristig gesehen, ich weiß nicht, wie viele Leute kennst du wirklich, die von Alkohol auf, keine Ahnung, Crystal Meth gekommen sind? Wahrscheinlich weniger, ich glaube, das kann man auch mal noch auswürfeln, da komme ich mich nicht mal voran. Wunderbar. Ist das eine Stadtschlacht oder was ist das? Wie sieht's mit Heu aus? Also ja, Heu mal genau, schauen, wenn es wieder kommt. Sagen. Also nach dem Projekt kommen natürlich wieder mehr Paradox-Teile. Ich habe jetzt halt aus Problem, dass ich demnächst Urlaub habe und alles drum und dran. Dann müssen wir mal noch reden wegen Urlaub, Heiko, fällt mir so ein. Ja. Aber wir wollten da ja auch mal noch reden. Stimmt. Was sag ich in den Sommerferien, Heiko? Ich habe keine Ferien. Ja, ich weiß, aber in der Zeit der Sommerferien. Das ist ein bisschen schwierig, eigentlich, weil ich mit Alina in Urlaub, da ist jetzt auch ein bisschen was dazwischen gekommen. Das bedeutet, ich habe jetzt Urlaubstage übrig. Schlimme ist, ich muss die eigentlich diese oder nächste Woche verplanen. Und das ist jetzt halt alles total kacke, weil ich auch noch meine Projektarbeit machen muss und so. Und man mir da richtig viele Steine jetzt im Weg gelegt hat mit der Projektarbeit. Mhm. Weil ich hätte jetzt ja eigentlich 4 Wochen Zeit gehabt, die zu machen. Und die 4 Wochen hat man mir jetzt einfach gestrichen. Ja, geil. Das bedeutet, ich muss das jetzt quasi beim Urlaub machen. Och, ja, geiler. Dann ist mein Urlaub halt quasi weg. Mhm. Ich fahre dieses Jahr nach Schweden und Dänemark in Urlaub. Und Hamburg. Und NRW, sozusagen. 2 Wochen. Samt Irsch, NRW, dann Hamburg, dann Kopenhagen, dann Schweden. Ich baue hier die Stadt weiter aus. Die Zustimmung ist ein bisschen im Arsch. Obwohl wir da einen haben, der die Zustimmung eigentlich erhöhen sollte. Sind wir sind zufrieden, wahrscheinlich, weil sie gerade belagert. Was sagst du dazu, wie die EU-Wahl gelaufen ist? Ach, ja, das, wie erwartet, oder? Ich finde es nicht gut. Ich finde es nicht gut. Es sind noch zu viele Rechtspopulisten, weil das Problem ist ja, Rechtspopulisten, die bringen ja nichts, die hocken ja nur da und blockieren. So, die bringen nichts auf den Weg, die ändern nichts, die hocken einfach nur da und stimmen konsequent jedes Mal mit Nein. Das bedeutet, du hast jetzt... Sollen wir noch eine Schlacht schlagen für heute? Ja, können wir. Übrigens, also, Anni, wir treffen uns demnächst, gell? Du bist nicht mehr weit weg von mir. Echt? Ja, ja. Na gut. Also die Schlacht, die du gerade eben schlägst, die ist vielleicht noch 2 Provinzen weg, also so 2 Dörfchen weg von mir. Hä, wie viele Provinzen, Städte hast du denn mittlerweile? Ja. Schon ordentlich, ich habe jetzt diese Runde, keine Ahnung, 3-4 Sachen erobert. Echt? Krass. Ja, ja. Ja, ich bin irgendwie, bei mir schleppt sich's, weil ich halt immer irgendwo angegriffen wird. Aber wenn du jetzt im Süden bald für Frieden sorgst, ist das ja auch nicht so schlecht. Weil ja, für die Zuschauer nochmal, Heiko und ich haben ja eigentlich gesagt, wir spielen erstmal ein bisschen im Koop. Wenn wir vielleicht noch Bock haben, vielleicht bekämpfen wir uns irgendwann auch mal. Das ist ja hier das Schöne, man kann ja beides machen, theoretisch. Aber ich denke jetzt aktuell mal so ein bisschen Koop. Vielleicht dann irgendwann, vielleicht machen wir mal nochmal ein Projekt. Das können wir dann vielleicht mal auch im Versus machen. Aber ich denke gerade so fürs Spiel kennenlernen, weil wir spielen jetzt beide nicht so wahnsinnig viel aktuell, oder? Du ja auch nicht, gell? Ja, eben. Also das, was ich hier zocke und vielleicht abends so eine Stunde Ark, aber dann muss es auch richtig gut laufen, ist echt alles, was ich hab. Ja, ich zock auch nicht so viel gerade.
Bin heute wieder 12 Kilometer gelaufen und mich wieder zu dem Projekt des großen Autobauers abgestellt hat und hab dort wieder iPhones ausgeliefert. Ja, richtig gut. Habt ihr einen General gegeben mit... Vielen Dank. Das ist eine richtige Scheißstadt, oder? Greifen wir da an. Weißt du, was meine Idee ist? Ich glaube, wir greifen hier an. Hier, weil da sind nur 2 Türme. Leute, die da hinschießen, tatsächlich. Guck mal, die anderen schießen da alle nicht rein. Wo? Ah doch, da drüben ist ein Fortturm, das drauf schießt. Echt? Ja. Oh, das ist auch so. Ja, aber nicht so richtig krass. Also greifen wir hier einfach an. Ja, würde ich auch sagen. Also, du meinst schon hier, oder wie? Oder? Ja, hier, genau. Okay. Ja. Heiko. Genau, dann greifen wir einfach da an. Ups. Was hast du denn Fehler? Wenn du sagen willst. Achso, ja, ich habe dann die CDU gewählt aus quasi, ich bin der Inbegriff von Kontrarevolutionär bekanntermaßen. Mir ging einfach diese ganze... Ja, ja, mir ging dieses ganze Rezo-Video oder wie der Typ auch ausspricht, so, Rezo, danke, so dermaßen auf den Sack, dass ich eigentlich gar nicht anders... Aus Prinzip das alte gewählt. Ich habe eigentlich, wollte ich FDP wählen, auch ein bisschen Macron zu unterstützen, aber... Ich will den Macron nicht unterstützen. Ich habe den Neos gewählt. Echt? Das ist eine sinnvolle Idee. Was, also auch für Alternativen hätte ich kaum jetzt eigentlich gehabt. Ich hätte Protestwahl machen können, hätte ich die Freien Wähler gewählt. Aber die sind mir dann zu uneuropäisch. Findest du? Ja, die sind, die wollen halt auf mehr Macht auf kommunale Ebene. Dementsprechend wollen sie natürlich auch Macht von Europa wegnehmen. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt auf kommunaler Ebene sind. Doch, doch, das war bei denen schon so. Oh, also Freie Wähler sind ja, gibt den Kommunen mehr Geld. Also meine Bogenschützen fressen jetzt alles, aber dafür. Gut, ich schicke mal meine Bogenschützen auch vor. Also mein Plan war halt eigentlich, dass wir jetzt halt die Mauer angreifen, wenn da eh nur Bogenschützen stehen. Dann werden wir die relativ entspannt erobern können vielleicht. Ja, ich würde halt die Truppen anstürmen lassen, die Nahkampftruppen schon mal. Ja, so meine ich ja, mache ich ja gerade schon. Ja, ja. Achso, weil die stehen. Nee, nee, ein Teil läuft schon. Die sind nur gerade in der anderen Einheit hängen geblieben. Ich will halt jetzt auch nicht alles auf einmal schicken, habe ich mir gedacht. Aber... töten wir da eigentlich irgendwas auf der Mauer? Irgendwie nicht, gell? Vermutlich weniger. Aber so wie wir jetzt angegriffen haben, war halt echt schlau, gell? Wenn wir hier angegriffen hätten, das wäre ja so tödlich gewesen, gell? Also, weißt du, siehst du meinen Pfeil? Ja, ja, ich weiß, weil da so viele andere Sachen noch sind. Weißt du, ich weiß gar nicht, ob ich so richtig schießen will. Von der Tantri-Bock quasi. Ja, ja. Und der war, ich ja weiß gar nicht, ob ich jetzt gerade so viel schießen will auf die Bogenschüssen, auf die Feindlichen. Ich finde, es macht gar nicht so viel Sinn. Ich versuche jetzt lieber auf die Kavallerie da hinten schon zu schießen oder auf die Leute, die hinter der Mauer stehen. Beziehungsweise auch das bringt nicht so viel. Ich überlege sogar, ob ich echt warten soll, bis wir sie quasi auf die Mauer packen können, unsere Bogenschützen. Weißt du, und für später sparen sozusagen. Aber du kannst gerade eben Kavallerie komplett zerstören, das siehst du, oder? Ja, die mache ich gerade auch schon kaputt. Zisch, da schieße ich drauf. Passt auch, ja. Boah, können die sich mal beeilen? Ich hab gesagt, rennen, ihr Idioten. Ach ja, und? Oh, die rennen ja gar nicht, scheiße. AfD, ja, ist im Griff. Problem nur der Osten halt, so wie immer. Ja, aber da müssen wir halt, also da muss vor allem die CDU was tun und einfach hier verloren gegangenes Vertrauen wiederholen. Und das ist auch machbar, aber da muss man halt aufhören, immer zu sagen, die Nazis da. Ja. Dann muss die mal ernst nehmen. Ja, ja, vor allem im Osten gut, sind aber keine, weißt du? Ja, aber die wissen halt, was auf die Zukunft, wenn es kommt. Ja. Wir sehen die Bilder aus Berlin und Köln. Ja, also wie auch immer, wir müssen halt, da muss ich halt ehrlich sagen, da muss halt die CDU, ohne, weißt, ohne sich irgendwie der AfD anzubiedern oder so, oder einen auf AfD zu machen, einfach mal wieder Recht und Gesetz durchsetzen. Das würde schon reichen, ja. Ja, der würde sogar Symbolpolitik ausreichen. Du müsstest nicht mal unbedingt was ändern, das müsste nur so aussehen, hast du. Ja, aber weißt du, da machst du irgendwas und dann kommen gleich die Grünen und die Medien und fallen über dich her, weißt du? Das ist halt echt ein bisschen witzlos irgendwie. Deswegen darf man niemals sich in der Politik von Ethik leiten lassen. Was darf man nicht? Von Ethik sich in der Politik leiten lassen. Nee, das eigentlich nicht. Tatsächlich nicht. Ich habe mal einen Artikel gelesen, dass gute Menschen oftmals schlechte Politiker sind. Natürlich. Und dass das größte Arschloch trotzdem ein guter Politiker sein kann. Das geht doch ganz logisch. Dein Mikrofon kackt übrigens komplett ab. Als ob du es sonst vor reingeschoben hättest. Darüber wollen wir jetzt aber nicht detailliert sprechen. Geht's wieder? Nee. Hör mal auf, mit deinen Bogenschützen zu schießen, du tötest deine eigenen Leute. Ah ne, ja doch, du tötest deine eigenen Leute. Okay, ja gut, aber dadurch, dass sie da erst hochstürmen... Ich habe übrigens einen Turm erobert. Dadurch habe ich zwar hier ein bisschen den Kampf verloren. Nee, irgendwie immer noch nicht, weiß gar nicht. Vielleicht hast du einen Wackelkontakt oder so. Machen wir eine Schraube locker bei dir, was?
Weißt du, was ein bisschen stressig ist? Wir können halt gerade noch nicht so richtig unsere Bogen, unsere Kavallerie nutzen. Ja, deswegen wäre geil, ja, wenn du mit einer deiner Einheiten da außen rumlaufen würdest und dieses Tor hier erobern würdest. Bis hier. Ah, das da links, warte. Ja, das wäre geil, weil ja, du bist da. Ich kann es auch bald so ein bisschen machen. Problem ist, wir stürmen halt hier gerade ziemlich aggressiv dagegen. Mhm. Aber was ich machen könnte, ich könnte mit meinem Bogenschützen hochlaufen. Ja, das wird gut. Wie läuft's jetzt? Wie ist es jetzt? Sehr viel besser. Okay, ich glaube, ich jetzt. Okay, es rauscht doch wieder. Jetzt. Nein. Definitiv nicht. Sag dir aber jetzt auf. Ja, immer noch vielleicht nicht. Ein zweites Mikro wahrscheinlich nicht. Alter, diese Bogenschütze. Ich habe jetzt auch einen Turm erobert, gleich. Sehr gut, ich meine, das bringt zwar direkt erstmal nichts, das schadet uns nur weniger. Ja, dann ist das doch schon mal gut. Ja. Weniger schadet. Und die denn? Ich verstehe auch manchmal nicht, warum die, wenn die eine Mauer hochklettern, erstmal noch 5 Kilometer zurücklaufen. Naja. Buggy. Und dann wieder Anlauf nehmen, um zurückzurennen, quasi. So. Gut, also meine Schwertkämpfer kommen da gut die Mauer hoch. Meine Bogenschützen, die ich jetzt ja eh nicht benutzen will, schicke ich jetzt Richtung dem Tor da drüben. Dann stehe ich am Tor. Hey, wow. Kennt ihr den Witz so? Egal wo du stehst, Philipp steht am Tor. Also ich habe gestern einen Witz rausgehauen, ich habe mir so ein Mathe-Video angeguckt im Internet und die Tusse, die sagt halt am Anfang, sie ist Jenny von Einfach Mathe, ja? Und dann habe ich mir so gedacht, ja, da war ein komischer Adelstitel. Das war so ein richtiger Janik-Witz, gell? Ja. Wie ist das? Ja, beziehungsweise ich muss eigentlich ehrlich zugeben, eigentlich kam mein Vater auf den Witz. So ein bisschen, also der kam da drauf und ich habe den dann gestern übernommen, weil ich den echt gut fand. Naja, nee, ich glaube immer Witze von Leuten. Ja, aber mein Vater und ich machen das. Wir fragen Heiko, mein Vater und ich kommen nur auf so dumme Witze. Mein Vater ist dann noch viel schlimmer als ich. Und er hat auch noch ein bisschen mehr Lebenserfahrung als ich. Das ist eh, es gibt, glaube ich, so ein Forum für Dad-Jokes und da sind alle registriert und die tauschen sich da dann immer aus. Ja, das stimmt, ja, aber ich glaube, also. Ja, das merkt man, bei mir merkt man das, dass ich bei Meistern im Lehrgang war, quasi. Aber Heiko? Ja. Weißt du, warum gute Menschen prinzipiell schlechtere Politiker sein werden? Weil sie es allen recht machen wollen. Also links ist das Tor gleich offen. Aber auch ganz einfach logisch gesehen. Schau, wenn ein guter Mensch sozusagen sieht, es gibt arme Menschen. Du, ich gehe vom Industriezeitalter. Ein guter Mensch will sozusagen im Industriezeitalter den Menschen immer machen, dass es besser geht. Also die würden sofort die Fabriken irgendwie, keine Ahnung, abschaffen und alle wieder in die Agrarwirtschaft schicken oder so, keine Ahnung. Was halt den Menschen deutlich besser gehen würde. Ach so. Und wir denken halt nicht, dass es auf lange Frist den Menschen vielleicht besser geht, wenn sie in eine schlechte Zeit durchstehen. Warum muss ich eigentlich hingehen und den Bereich hinter dem Tor erobern, um das Tor zu erobern? Wie dumm ist das denn? Das war auch schon mal klüger geregelt in Total War. Man kann da immerhin laufen die Treppen, glaube ich, runter da. Dementsprechend, oder? Ja, die, also, dass die Treppen benutzen. Dementsprechend sind die da recht schnell unten und wieder oben. Also gar kein Stress. Nee, echt, aber du benutzt die Treppen. Was du da hast. Ja, die müssen da nicht irgendwie komisch runter oder so. Okay, meine Kavallerie, danke. Meine Kavallerie ist gleich drin. Doch dringend Not nötig. Den Sinn von einem Graben hinter der Mauer erklären? Das ist ein Graben hinter der Mauer. Da ist doch so ein Wassergraben hinter der Mauer. Echt? Weißt du, was ich in meinem Leben bemerkt habe? Was man viel zu oft tut, man fordert ganz, ganz oft mehr und man geht ganz selten hin und macht aus dem, was man hat, etwas. Na gut, aber das ist, glaube ich, und menschlich. Also ganz auf alles bezogen, so politisch, aber auch privat. Ich bin so oft aufgefallen. Richtig oft, wenn du mal drauf achtest, vor allem. Nein, es weißt du aber, wie es mir sowas manchmal auffällt, einfach. Das war in Videospielen, wenn du irgendwie. Also, wenn du mit deiner Kavallerie drin Einheit bist, dann wäre es echt geil, wenn du es so schnell wie möglich hier lang reiten würdest und da in den Rücken. Weißt du, genau. Du den Hearts of Iron kannst immer riesige Armeen produzieren, da achtest du nicht auf die Einzelne. Aber wenn du dann auf Alter, Einheit, das scheiß Tor gehört mir immer noch nicht. Benutzt du die viel besser, als wenn du einfach en masse benutzt. Das stimmt manchmal tatsächlich. Also limitierte Ressourcen sorgen dafür, dass man sie effizienter benutzt, was logisch ist. Ja. Auch wenn du Netflix oder so öffnest,
reg dich immer auf und willst noch mehr Filme, aber wenn man dir drei DVDs hinlegen würde, würdest du garantiert Film finden. Aber bei weiß Gott wie vielen Filmen auf Netflix willst du noch mehr Filme, wenn du dich aufregst, weil dieser eine Film nicht da ist. Dass man die Schwertkämpfer nicht gegen seine scheiß Bogenschützen geschafft haben, gell? Oh, meine Kavallerie kann jetzt endlich auch mal rein. Und wie geht's eigentlich der Hobby-Veganerin? Alina, der geht's ganz gut. Oh, Hobby-Veganerin, nice. Ja, ist sie ja. Sie muss ja nicht aus medizinischen Gründen machen, also ist sie Hobby-Veganerin. Muss jemand aus medizinischen Gründen kein Fleisch essen? Naja, du kannst aus medizinischen Gründen auf Eier verzichten müssen, wenn du einen sehr hohen Cholesterinspiegel hast. Ja, genau, oder auf Milch natürlich, klar. Ja, aber Fleisch habe ich jetzt noch nie gehört. Kannst du auf Milch verzichten? Ja, wenn du halt. Oder auf bestimmtes Obst oder Gemüse, Diabetes hast. Ein richtig krasses Diabetes hast, okay, dann vielleicht auch ganz schlecht. Was, also es gibt durchaus Kombinationen, in denen du wahrscheinlich als Veganer besser dran wärst, aber es ist wahrscheinlich, also wenn du das alles auf einmal hast, dann hast du eh ganz andere Probleme. Ja. aber was ich Gefecht beenden, nice. Oh, waren schon aber relativ viele Verluste, gell? Vor allem, weil einfach eine Fullstack in meinem Land steht, gell? Bei mir steht einfach eine Fullstack im Land. Aber ich habe gesagt, ich will jetzt einfach mal verdammt nochmal diese scheiß Provinz endlich erobern, damit ich endlich mal Ruhe habe. Hat der Lina die Grünen gewählt? Nee. Was hat sie gewählt? Karte. Die NSDAP. Ja. Genau. Hat NSDAP auf den Zettel geschrieben und noch unterschrieben. Ich glaub, dann ein Hakenkreuz dran gemacht. Für 5 Minuten halb überlegt, ob ich das mache. Wir haben mir dann gedacht, nee, ich verschwende die Stimme. Außerdem hätte ich dann da sitzen müssen und mir das Gesicht des Wahl, der die Typen, der die Stimmen sozusagen auszählt. Oh wow. Aber nee, warte mal, FDP. Ja. Bitte was? Viele meiner Kommilitonen haben auch FDP gewählt, finde ich gut. Ja, bei mir hat quasi alles und jeder FDP gewählt, weil die wollen alle die Grünen nicht wählen, cause of obvious reasons. Was CDU können sie nicht wählen, bleibt ja noch eins übrig. Die Leute ein bisschen Ahnung von Wirtschaft haben und festgestellt haben, dass die Grünen einfach düt sind. Ist das der Grund, warum Alina nicht die Grünen wählt? Ja, die Grünen sind halt Vollidioten. Also ich meine, guck dir nur mal die Migrationspolitik von den Grünen an, dann guck dir an, was Alina so in Livestreams raushaut und dann frag nur mal, warum Alina die Grünen nicht wählt. Dann kam bei ihr sogar beim Wahl-O-Mat FDP raus und bei den Grünen hatte die relativ wenig. Deswegen habe ich zuerst gefragt nach NSDAP. Bei Alina ist nämlich so, die hat beim Wahl-O-Mat dieses ganze Tierschutzzeug relativ hoch gemacht, aber zum einen ist sie weiß sie selber, dass du zum Beispiel ohne Genfood nicht die ganze Welt erobern kannst. Und die ganze Welt versorgen kannst. Also wenn du nur noch Bio machst, dann kriegst du halt die Welt nicht ernährt. Das ist ihr durchaus bewusst. Und Alter, sie war halt. Freudscher Versprecher. Ja, so auszusehen. Und dazu ist sie in sonstigen Fragen relativ konservativ und wirtschaftsliberal, also ziemlich liberal, wirtschaftlich gesehen. Dementsprechend hatte sie bei den ganzen Tierschutzparteien und Grünparteien, weil die oftmals sehr, sehr links sind, nahezu keine Zustimmung. Also die würde da quasi nur wegen dem Grünen die dann wählen, aber wegen allem anderen wäre sie noch krasser abgeneigt wie der Durchschnittsbürger. Ja, aber die Grünen sind ja auch nur außen grün und innen tiefrot, gell? Also nimm her, naja. Sind wir das nicht alle? Nein, ich bin ganz bestimmt innen nicht tiefrot. Was ist der Blutblau oder was? Oh wow. Nein, nicht die Grünen als Person, sondern die Person, die Grünen als Frucht, ja. Als Frucht. Auf jeden Fall, Ich glaube, ich habe mein Land gut stabilisiert. Ich bin bei 40 Zufriedenheit, habe sehr viel erobert und ich habe quasi keine Feinde mehr in Süden und Osten. Okay, Südosten und Osten habe ich keine mehr. Heiko, du bist doch so ein perfekter Wirtschaftler, oder? Ja. Ganz, aber was? Was sagst du zu dem Argument, dass der Kapitalismus sich kaputt spart? Wir haben da keine Zeit mehr für, weil der Part eigentlich gleich zu Ende ist. Genau, ich würde sagen, wir machen den Part zu Ende und dann werde ich vielleicht im Livestream noch kurz was sagen. Ja, können wir machen. Also, dann würde ich jetzt beenden. Genau, vielen Dank wieder für eure Aufmerksamkeit. Bei den letzten 6 Parts waren es jetzt. Oder? Ja, 6 Parts müssen es gewesen sein. Hat uns wieder sehr gefreut. Im nächsten Part geht es auf jeden Fall weiter. Heiko, vielleicht, du hast gerade eben schon gesagt, bei dir lief es ja ganz gut heute, oder? Sehr gut, also richtig gut. Ich meine, mir lief ja am Anfang kacke, aber mir gehören jetzt quasi 2 vollständige Provinzen. Das ist echt stark. Ja.
Und vorher war es halt noch nicht mal eine. Ja, bei mir ist aktuell noch ein bisschen stressig, weil ich ja, wie gesagt, ich habe die eine Stadt am Anfang erobert und dann bin ich nach Süden gezogen, dann hat man mich wieder angegriffen, jetzt habe ich die eine Stadt gerade eben erobert, aber dafür ist halt eine ganze Armee in meinem Land. Der belagert aber Gott sei Dank nur und hungert aus, was ich echt an der Stelle gar nicht schlecht finde, weil es mir Zeit gibt. Und jetzt muss ich überlegen, ob ich gleich zurückmarschiere mit meiner Armee oder ob ich da noch so einen Werkzeugmacher noch erober. Das muss ich mir halt jetzt mal noch Sicher ist überlegen. aber, dass wir uns demnächst treffen. Ja, das mag gut sein. Aber du grenzt noch nicht an irgendwie so eine Provinz an, die irgendwie, wie heißt die? Grenzt du schon an Runan an? Die Provinz Runan oder an Nanyang oder an Luoyang? Luoyang. Echt? Krass. Da gehe ich gleich rein. Also da ist. Okay, dann Ich haben wir eine bin. Grenze. Also Luoyang, da gehe ich noch nicht rein. Ja. Aber das ist das übernächste Ziel Ja, quasi. dann haben wir bald eine Grenze. Zum Ja, also ich bin Holzplatz, über oder? die, bei Luoyang, da ist dieser Fluss Ja, südlich. genau, richtig, ja. Und an dem Fluss breite ich mich noch südlich aus. Ich habe den Fluss also noch nicht überquert, aus zum Ah ja, Plündern. okay, gut. Ja, interessant, Also ja. man kann auch, ja, also ich guck mal, ob ich über den Fluss drüber gehe, aber wenn wir uns dann treffen könnten, dann, weil, dann können wir von dort aus das Han-Kaiserreich ein bisschen zusammen auseinandernehmen. Ja, genau. Also ich habe auch noch ein paar andere Stellen, wo ich kämpfen muss. Ich würde dann halt ein bisschen mich nach Norden orientieren. Eher, da gibt es ganz viele kleinere Reiche aktuell, die ich eigentlich alle auch noch ein bisschen schlucken möchte. Ich habe eigentlich nach Süden auch nicht mehr so wirklich Interesse. Das Einzige, was ich gerne Okay, hätte, gut. wäre eigentlich da dieses gesamte Gebiet da um, also von Yangsu noch, ja. Da gibt es noch einen Werkzeugmacher und noch so ein anderes Land, mit dem ich noch neutral bin. Das hätte ich gerne. Aber mehr brauche ich da eigentlich aktuell auch gar nicht. Genau, und übrigens, wenn da einer sagt, du, vorhin hast du doch ein Handelsabkommen gehabt, von wegen Legitimität anerkennen und so. Ja. Das bedeutet, dass du den als Kaiser anerkennst, Ah. gell? Ist das irgendwas Schlimmes? Ja, Also. dann sagst du erst der Boss. Ja, aber ich bin jetzt nicht sein Vasall oder so. Nee, das glaube ich nicht, aber du hast ihn halt Ja, als also. Kaiser anerkannt. Ist ja scheißegal. Wenn ich den später auslöschen, existiert er halt nicht mehr. Dann kann man ihn Ja, nicht mehr als Kaiser anerkennen. Das ist okay. tausendmal Gut, Diplomatie ist da immer. du hast dann sozusagen einen Schwur doch. Du hast geschworen, Gut. dass du jetzt Kaiser treu bist. Also gut, dann vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Hat uns wieder viel Spaß, also mir hat es echt viel Spaß gemacht. Danke an die Leute im Chat, im Stream. Und danke auch an Wischenfuchs noch für die letzten Witzigerweise Minuten. nehmen jetzt die Zuschauerzahlen Ja, ist extrem echt zum zu. Kotzen, Wir sollten eigentlich später streamen, aber ich kann gell? nicht. Ich muss halt immer morgen um 6 aufstehen. genau. Also, bis dahin, mach's gut. Ciao, Leute. Wir hauen wieder ein Infovideo raus, sobald dann der nächste Stream stattfindet. Vermutlich aber Wahrscheinlich auch wieder Mittwoch. nächste, ja, Dienstag oder Mittwoch, Oder genau. Dienstag. Ja, Also, eigentlich bis bald. dahin, mach's gut. Ciao, Leute. Ciao, Leute.